Hallo zusammen. So, hier endlich mein Cosmere-Video, beziehungsweise, wo starte ich denn mit Brandon Sandersons Cosmere-Bücher? Es sind ja nicht alle seine Bücher, finden ja nicht im Cosmere statt. Also, welche Reihenfolge würde ich da empfehlen? Ich bin jetzt online mal so ein bisschen auf die Suche gegangen. Es gibt viele verschiedene Wege, sich da durchzuwühlen. Ich habe die zum Teil aufgelistet. Ich will jetzt gar nicht auf jeden Weg eingehen, weil bevor ich jetzt hier jedes Mal irgendwie so 25 Bücher runterratter, das ist für euch nicht spannend und das Video würde unermesslich lang werden, habe ich jetzt einfach mal, werde ich es kurz sagen, was für Wege es gibt und so weiter. Ich habe aber dann nochmal ein Dokument unten in der Infobox verlinkt, wo die nochmal aufgelistet sind, auch wo ich sie her habe. Und welche Wege es gibt und ich werde dann persönlich noch dazu sagen, wie ich es lesen würde, also quasi so mein Weg und da so ein bisschen drauf eingehen. Ja, fangen wir an. Der erste Weg wäre natürlich nach Publikationsdatum. Wenn man irgendwann mal aktuell ist, dann liest man unweigerlich nach Publikationsdatum, so ist es natürlich bei mir jetzt momentan. Würde ich nur zum Teil empfehlen, das seht ihr dann auch mehr oder weniger bei der Liste, die ich dann so angefertigt habe, weil dadurch natürlich einige Reihen sehr zerrissen werden. Also es fängt ganz normal an, zum Teil mit seinen Einzelbüchern wie Elantris oder so, dann auch Mistborn, was ich auch immer wieder empfehle, wie gesagt, dazu gleich mehr, aber zum Beispiel die beiden Reihen Stormlight Archive, also die Sturmlichtchroniken, und eben Mistborn Era 2, die Vex und Wayne-Reihe, werden unglaublich zerrissen, weil die eben durch über so einen langen Zeitraum hinweg die Bücher veröffentlicht wurden in diesen Reihen. Und wenn man eben an einer Story dranbleiben will und jetzt erst anfangen, finde ich das ein bisschen sehr chaotisch. Also Publikationsdatum, wie gesagt, nur eingeschränkt. Man mit ein paar Sachen, also mit den ersten paar, kann man anfangen. Aber dann würde ich es wirklich reihenweise machen, was dann auch direkt zur nächsten führt. Das nächste ist, wie gesagt, nach Serie, nach Reihe. Also man liest innerhalb der Reihe dann nach Publikationsdatum. Finde ich gut, soweit, aber auch mit ein paar Ausnahmen wieder. Wie gesagt, deswegen werde ich gleich so ein bisschen meine eigene Reihe machen. Weil wenn, dann müsste man immer so ein Päckchen lesen. Zu starten wäre natürlich dann wieder beispielsweise mit Elantris, weil es eben der Debütroman von Brandon war. Man würde aber direkt dann, was man eigentlich nicht unbedingt muss, direkt hinten dranhängen, die zwei Short Stories. The Hope of Elantris und The Emperor's Soul. Wie gesagt, das sind dann immer diese Päckchen, diese Serienpäckchen und wo es überhaupt keinen Sinn macht, ist eben bei der Mistborn-Reihe, dass man halt sagt, man liest Era 1 direkt und direkt hinten dran Era 2, weil ich finde, man kann Era 2 durchaus hinten dran lesen. Ich finde aber zum Beispiel den letzten, gerade The Lost Metal, macht auf jeden Fall Sinn, nach den aktuellen Sturmlichtchroniken Band Rhythm of War bzw. der Rhythmus des Krieges etc. In Deutschland sind sie immer zwei Bücher zu lesen, weil es eben einige, sagen wir, Personen aufgreift und zum anderen auch wieder, ja, irgendwelche Sachen erwähnt werden, die einfach relevant sind, die man davor gelesen haben muss. Ich sage ja, demnach macht es Sinn, das irgendwie so zu mischen, den Bereich Serie und Publikation. Das Dritte, was meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht, ich habe hier so nebenher meinen Laptop, falls ihr euch wundert, ist chronologisch. Weil es ist natürlich schön, chronologisch zu gucken, ich bin bald irgendwie beim Film in Gedanken, chronologisch zu lesen, aber dann hat man dann halt so abstruse Sachen wie bei Mistborn gibt es ja die Kurzgeschichte The Eleventh Metal, also das elfte Metall, und die ist quasi, die spielt vor dieser Trilogie. Aber macht das jetzt Sinn, die vor dieser Trilogie zu lesen? Nein, absolut gar nicht, weil das ist wirklich nur eine Kurzgeschichte mit Hintergrund zu einem Charakter, der im ersten Buch vorkommt.
Es macht aber absolut keinen Sinn, das vor der Reihe zu lesen, weil eben auf diesen Charakter in dieser Kurzgeschichte null eingegangen wird. Man hat keine Ahnung, wer er ist, wer er mal sein wird. Und ich finde, man braucht diesen ganzen Hintergrund, um eben zu wissen, um was es überhaupt in dieser Kurzgeschichte geht. Man kann die gar nicht zu schätzen wissen, wenn man das eben nicht liest. Deswegen sage ich ja, ist chronologisch auch immer so ein bisschen, gemischt zu betrachten, weil manche Sachen einfach wirklich nicht unbedingt Sinn machen, in der Reihenfolge zu lesen, weil man eben das zum Teil nicht versteht, wenn man eben diese Novelle damit reinfügt. So. Es gibt ja noch den Brandon Sanderson Way, also Weg, hat er auf seiner Homepage, habe ich unten auch verlinkt, aber da empfiehlt er eigentlich nur ganz kurz, mit welchen Büchern er starten würde, was zum Teil halt auch wieder die sind, die ich jetzt dann endlich empfehlen werde. So, das mal so als kurze Vorstory, war ziemlich lang. Ich wollte jetzt mal, wie gesagt, auf die Wege eingehen und jetzt würde ich halt genauer sagen, also ich habe die so ein bisschen verbunden, die beiden, um es sinnvoll zu betrachten. Dazu sei gesagt, von diesen Kurzgeschichten habe ich nicht alle gelesen. Ich habe ein paar gelesen. Ich weiß auch nicht, wie viele von manchen Eventen noch kosmisch relevant sind. Ich werde das jetzt einfach mal noch kurz dazu erwähnen, etc. Was Brandon Sanderson aber auch selber sagt, ist, starte, wo immer du willst. Diese Easter Eggs sind eingebaut wirklich für die totalen Nerds, um da irgendwie Verbindungen zu ziehen und es macht auch Spaß, das irgendwie immer zu sagen, das ist die Person und oh cool, wie kommen die eigentlich her? Und ich glaube, im Endeffekt spielt es wirklich eine schöne Rolle, aber du kannst die Bücher natürlich auch komplett so genießen, wenn du nicht weißt, wer welche Person ist oder wenn du es halt erstmal hinten dran liest. Weil bei mir war es auch so, ich habe es auch nicht wirklich chronologisch gelesen, also was heißt chronologisch, sondern so, wie man es vielleicht lesen sollte. Ich habe angefangen mit Mistborn, Buch 1 und 2, bin dann umgestiegen, weil ich eben zu der Lesung wollte von den Sturmlichtchroniken im letzten Band, habe alle Sturmlichtchroniken rein durchgezogen, habe dann wieder Mistborn gelesen, habe dann erst Warbreaker gelesen, was man ja eigentlich nicht, was man ja vor Sturmlichtchroniken soll, etc. Man kann ja auch die Schlüsse danach ziehen, also im Prinzip startet, wo ihr wollt, ganz ehrlich, was euch interessiert. Wenn ihr aber doch so ein bisschen mehr, wie gesagt, reihenfolgentechnisch starten wollt, dann wäre das jetzt so die Empfehlung. So aus der Mischung von allem. So, also chronologisch und nach Serie habe ich es jetzt mal. Chronologisch startend wäre es mit dem Novella White Sand, habe ich nicht gelesen, ist auch im Arcanum Unbound. Das empfehle ich sowieso, wenn ihr startet und zwischendurch auch die Novellas und Kurzgeschichten lesen wollt, holt euch das Arcanum Unbound. Das sind 7 Kurzgeschichten da drin, da sind nämlich die 2 Mistborn-Dinger drin. Und noch diverse die Elantris-Geschichten. Ich habe, glaube ich, daraus auch nur 3 oder 4 gelesen. Ich habe noch gar nicht alle gelesen, also quasi nur die Hälfte. Ich muss das mal angehen. Das war letztes Jahr so ein bisschen dazwischen immer. So, startend, also wie gesagt, White Sand war die Empfehlung. Kann ich persönlich nichts dazu sagen, auch nicht inwiefern es eine Rolle spielt. Dann ist natürlich immer ein guter Startpunkt, wobei ich da sagen muss, ich würde es variieren. Also zum einen Elantris, natürlich, weil es ist auch der Debütroman von Brandon Sanderson, das ist der erste, der erschienen ist, damit kann man nichts falsch machen. Ist auch vielleicht für jemanden, der jetzt nicht unbedingt gleich eine Reihe anfangen möchte, ein guter Startpunkt. Es ist, aber man merkt, es ist ein Debütroman, es hat zwischendurch ein bisschen Schwächen. Also das Magiesystem ist noch nicht so ausgefeilt. Die Charaktere sind unglaublich interessant, sind auch nicht so viele, sind glaube ich so 3 Hauptcharaktere, denen wir folgen. Die Welt ist trotzdem interessant und das ist halt wie gesagt eine in sich abgeschlossene Story. Es gibt dazu auch noch 2 Kurzgeschichten, also einmal The Hope of Elantris, die habe ich selber leider noch nicht gelesen, ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht dran, ich weiß es nicht. Und The Emperor's Soul, das spielt in derselben Welt, hat aber überhaupt nichts mit dem Charakterstamm von Elantris zu tun. Spielt eine wichtige Rolle für, ehrlich gesagt, The Lost Metal, den vierten Teil in Mistborn Ära 2 in der Wax und Wayne Reihe. Dafür spielt Emperor's Soul eine wichtige Rolle. Also es lohnt sich manchmal, die Novellas wirklich zwischendurch zu lesen. Man kann aber auch mit Warbreaker starten. Also ich bin jetzt mal bei den Einzelbüchern, wenn man Einzelbücher angehen möchte, weil Warbreaker quasi das Prequel, könnte man sagen, zu den Sturmlichtchroniken ist. Nochmal. Kann, muss nicht.
Warbreaker finde ich ein bisschen ausgereifter als Elantris. Das Magiesystem ist sehr faszinierend, die Charaktere sind toll, sind auch nicht super zahlreich. Die Story ist eigentlich durchweg spannend. Wir haben auch sehr witzige Charaktere, wir haben eine Love Story und ja, auch so ein bisschen eine Heldinnen-Story, dann auch eher so ein schlechter Typ, der eigentlich ja irgendwie doch auf die gute Seite rutscht. Es ist wirklich richtig toll geschrieben und gerade auch für Fantasy-Einsteiger finde ich Warbreaker, beziehungsweise, ich halte es jetzt mal zum Teil hoch, weil ich habe Sturmklänge ganz, ganz gut, weil, ja, wie gesagt, wenn man sich eben nicht gleich eine Serie antun möchte, ist das cool. Ansonsten finde ich als Startpunkt nach wie vor immer noch Mistborn sehr, sehr, sehr gut. Also die Kinder des Nebels, alle drei, ist ja nur eine Trilogie. Das heißt, es ist jetzt auch nicht super mega viel, was man da lesen muss. Ist ein schöner Startpunkt. Die Story, es ist High Fantasy im Prinzip, aber ich finde den Einstieg auch wieder super leicht. Empfiehlt auch Brandon genauso, weil es eben auch junge Charaktere hat. Das heißt, wenn man vielleicht vom Jugendbuchgenre rüberkommt, ist das auch wieder ein bisschen einfacher. Wir haben auch nicht viele Charaktere. Die Welt ist ziemlich leicht zu begreifen. Wir haben einen Antagonisten, also die Seiten sind recht klar definiert zuerst mal. Und die Welt ist super faszinierend. Das ist aber sehr, sehr düster von der Stimmung her, finde ich. Man hat trotzdem sehr viel Witz im ersten Teil. Auch gerade durch diesen Diebeszug, den die planen da, die Bande. Und ja, wie gesagt, wir haben zwar eine sehr junge Protagonistin, deswegen auch ein bisschen der YA-Faktor, den Brandon da selber schon anspricht. Und natürlich das Beste, ich muss sagen, nach wie vor eins meiner absolut liebsten Magiesysteme, nämlich die Allomantie, das mit den Metallen. Das ist einfach super faszinierend. Ich weiß, wo ich das erste Mal gelesen habe. Das ist, kann am Anfang, vor allem wenn man da ein bisschen neu reinkommt, so ein bisschen Mindfuck sein, aber es ist unglaublich toll, auch die Action-Szenen dazu zu lesen. Es macht unglaublich viel Spaß und das ist auch alles so gut erklärt. Also Brandon erklärt seine Magiesysteme auch wirklich einzig, also richtig genial. Also man versteht sie wirklich super gut. Es ist wirklich für Dummies erklärt. Und hinten hat es auch meistens nochmal dann noch so einzelne Auflistungen, was bedeutet was und so weiter. Also dass auch wirklich jeder durchsteigt. Das ist eigentlich so nie das Problem. Genau, also wie gesagt, ich persönlich finde Mistborn eine gute Empfehlung zum Starten. Wenn man eher Einzelbücher möchte, dann gerne mit Elantris oder Warbreaker. Dann ist noch irgendwie eine Kurzgeschichte empfohlen worden zwischendurch, also vor den Sturmlichtchroniken, und zwar Shadows for Silence in the Forest of Hell. Kenne ich persönlich, wie gesagt, nichts, kann ich nichts dazu sagen, ebenfalls im Arcanum anbauend enthalten. So. Dann würde ich eigentlich direkt weitermachen. Also wie gesagt, man kann jetzt entscheiden, womit man anfängt. Elantris, Warbreaker, Mistborn Era 1. Spezifizieren wir das mal. Der 11th Metal, die Short Story, würde ich direkt nach Mistborn lesen, wenn es einen denn interessiert. Aber zumindest vor der Vex und Wayne Reihe. Das ist nämlich ganz interessant, einfach die Hintergründe zu haben. Könnt ihr aber lesen, wann ihr wollt. Ich habe es auch erst sehr viel später, nämlich letztes Jahr gelesen. Ich glaube, es war sogar zwischen der Wax und Wayne-Reihe irgendwie. Wie gesagt, macht auch Sinn, weil das bezieht sich hauptsächlich als Prequel zu der ersten Reihe. Also eigentlich nur Hintergrundinformationen, aber sehr, sehr interessant. So, wie gesagt, dann würde ich empfehlen, mit den Sturmlichtchroniken weiterzumachen. Ich habe ja schon gesagt, Warbreaker ist das Prequel. Ihr könnt es davor lesen, müsst es nicht, nochmal. Ihr müsst auch Warbreaker nicht vor der ganzen Reihe lesen, ihr könnt auch, aber es sollte vor dem zweiten Band gelesen werden, wenn ihr das wirklich so haben wollt, dass, weil gewisse Personen, die in Warbreaker vorkommen, eben ab dem zweiten Teil der Sturmlichtchroniken erwähnt werden. Deswegen empfehlen viele Warbreaker auf jeden Fall davor zu lesen. Ihr könnt, wie gesagt, auch erst Way of Kings lesen, da ist es noch, da ist noch nichts. Also den ersten Teil in den Sturmlichtchroniken. Vor dem zweiten würde ich aber auf jeden Fall Warbreaker gelesen haben. Es ist ja auch so ein bisschen persönliche Präferenz. Manche ziehen gerne eine Reihe komplett durch, andere variieren dann lieber. Also wie gesagt, ich persönlich habe ja Warbreaker erst hinterher gelesen und konnte trotzdem noch die Parallelen ziehen. Alles gut. Ja, wie gesagt, Way of Kings, ich habe jetzt hier mal nicht alle rausgeholt. Also in Deutschen sind die vor allem auch zwei geteilt, da finde ich das immer ein bisschen schwieriger. Also der Weg der Könige natürlich. Dann, ich würde es wirklich als Päckchen immer lesen.
The Words of Radiance. Dann sollte man, bevor man den dritten Teil angeht, alias den fünften im Deutschen, auf jeden Fall, muss man aber auch nicht, muss man wirklich nicht, Edge Dancer lesen. Ich persönlich habe es auch erst nach Oathbringer gelesen, weil eben Edge Dancer bzw. Tänzerin am Abgrund heißt es zu Deutsch. Geht um Lift. Und ich fand sie einen unglaublichen Nervensäger. Witzigerweise mochte ich sie nach dem Buch ein bisschen mehr. Also manchmal ist sowas auch gar nicht schlecht, wenn man tiefer in einen Charakter eintaucht, den man gar nicht mag. Das hilft unglaublich. Also wie gesagt, das würde ich als drittes Buch in der Reihe lesen. Way of Kings, Words of Radiance, Edge Dancer. Dann den dritten Teil, Oathbringer. Also ja, ich blende es ein und ich spiegel kurz. Der Ruf der Klingen, das heißt ganz anders im Deutschen, das ist irgendwie ganz komisch. Ich glaube, der Splitter der Macht war es. Und dann kommt ja nochmal eine Kurzgeschichte. Ich weiß gar nicht, inwieweit die, ich glaube, die sind im Deutschen nämlich jetzt auch schon erschienen. Die Dawnshard ist nämlich die Kurzgeschichte nach Oathbringer, also Buch 3.5. Ich blende es, wie gesagt, auch das deutsche Cover noch ein. Das erschien, glaube ich, auch erst kürzlich. Und dann Rhythm of War, also den vierten Teil, beziehungsweise der Rhythmus des Krieges und Turm der Lichter ist es, glaube ich, dann noch im Deutschen. Also komplettes Päckchen mit den Sturmlichtchroniken machen, einfach hintereinander weglesen. Warbreaker, wie gesagt, kann man davor lesen, muss man nicht. Man sollte es auf jeden Fall vom zweiten lesen, wenn es einem persönlich wichtig ist, dass man die Charaktere vorher gesehen hat. Man kann aber auch die Parallelen nachher ziehen. Ich wiederhole mich. Ja, dann war chronologisch, wie gesagt, noch meine Kurzgeschichte angegeben. Alamancer Check in the Pits of Eltania. Habe ich nicht gelesen, kann ich nichts dazu sagen, wie weit das einfließt. Macht damit, was ihr wollt, ist ebenfalls im Arcanum anbaut. So, dann wäre Mistborn Era 2 dran. Also, ihr könnt natürlich Mistborn Era 2 auch direkt nach Mistborn Era 1 lesen. Ich würde zwischendurch natürlich empfehlen, das 11. Metall zu lesen. Also The 11th Metal würde ich theoretisch als viertes Buch bei Mistborn Era 1 hinten dran hängen. Ich fühle das gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das ist super chaotisch, weil man springt hier so hin und her. Ich liste es gleich nochmal sauber auf, beziehungsweise ich habe die Auflistung ja auch nochmal unten drin. genau, also ihr könnt es wie gesagt direkt hinten dran lesen, was ihr aber auf keinen Fall vor Rhythm of War lesen solltet oder allgemein eigentlich solltet ihr die Sturmlichtchroniken gelesen haben, um den vierten Band in der Wax and Wayne Reihe wirklich schätzen zu wissen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und da, bevor ihr da halt, wie gesagt, anfangt mit drei Büchern und dann ist das ewig zerrissen und ihr macht erstmal die ganze Stormlight-Reihe, würde ich sagen, lest einfach Era 2 erst, nachdem ihr die Sturmlichtchroniken gelesen habt. Oder ihr macht halt eine lange Pause zwischen Buch 3 und 4, weil ich finde Buch 4, da kommen so viele Personen, so viele ja, Hints und Easter Eggs vor, die in diversen Novellas vorkamen, die in Sturmlichtchroniken vorkamen. Und das ist natürlich dann super sinnvoll, wenn man da so ein bisschen Bescheid weiß. Nochmal, wie Brandon schon sagt, alles kann, kein Muss. Die Bücher sind auch so wirklich genial, man muss das nicht wissen. Es macht halt nochmal Spaß, immer so rauszufinden, wer denn wer ist. Bei Mistborn Era 2 sei noch gesagt, man sollte, also wie gesagt, Buch 1 wäre dann, ich blende unten auch die deutschen Titel ein, The Alloy of Law, dann Shadows of Self, dann The Bands of Mourning und dann The Secret History. Es scheiden sich auch so ein bisschen die Geister, was The Secret History angeht, übrigens auch eine Novella in Arcanum anbauend. Also ihr seht schon, es lohnt sich wirklich, diese Kurzgeschichtensammlung zu kaufen. Die kostet auch gar nichts, als Kindle-Edition glaube ich 6 Euro. Ich habe sie ja auch nur als Kindle, weil, wie gesagt, Kurzgeschichtensammlung. dann lest ihr, bevor ihr den vierten, also der ist ja auch der neueste, der ist ja auch noch gar nicht auf Deutsch draußen, glaube ich, The Lost Metal lest, der kam ja letztes Jahr im November erst, auf jeden Fall Mistborn Secret History. Sehr, 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 sehr geiles Novella.
geht um einen Hauptcharakter aus Mistborn Ära 1, ist aber sehr, sehr wichtig für den späteren Storyverlauf, wahrscheinlich für so viel. Also das ist sehr wichtig für den vierten Teil auch. Ihr merkt schon, der vierte Teil in der Wax and Wayne-Reihe, dafür sollte man viel Grundwissen von den anderen Reihen, von den Novellas mitbringen, weil er ist halt der aktuellste. Deswegen sage ich, er macht es auch zum Teil Sinn, nach Publikationsdatum zu lesen. Momentan bei der Masse würde ich es halt, wie gesagt, nicht empfehlen, außer man möchte wirklich die Reihen total zerrissen lesen. Da hat ja jeder seine Präferenzen, ob man die Reihe en bloc lesen möchte oder eben hin und her springen. Das sei jedem selbst überlassen. Wenn man natürlich nach Publikationsdatum liest, besteht die Gefahr nicht, dass einem irgendwas rausrutscht, weil natürlich man alles mitnimmt. Genau. Nochmal, es scheiden sich die Geister. Eine Freundin von mir meinte, Secret History würde sie eher nach Band 2 empfehlen, weil es eben auch so ein bisschen auf die Endszene in Bands of Mourning, dem dritten Teil, hinweist. Ich persönlich finde es nicht. Brandon sagt ja auch, lest danach, es ist auch danach erschienen, weil ich finde, es ist so ein bisschen ein Spoiler. Natürlich weiß man dann direkt, was passiert ist in der Endszene, aber ich finde es leider auch Gottes so ein bisschen ein Spoiler. Deswegen würde ich es definitiv erst danach lesen und dann zu guter Letzt natürlich der Lost Metal. Mehr ist noch nicht erschienen. Wir warten auf den aktuellen Sturmlicht-Chroniken-Band. Was da noch empfohlen wurde, ist danach noch Sixth of the Dusk, ebenfalls im Arcanum Unbound. Das klingt wie so eine Werbesendung. Nochmal, holt euch die Kurzgeschichtensammlung, wenn ihr wirklich allumfassend alles haben wollt. Ich habe es wie gesagt nochmal unten aufgelistet, weil das jetzt durch die Erklärung ein bisschen sehr chaotisch wahrscheinlich wirkt. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen, ohne Erklärung, einfach nur stur gerade runter, alle Bücher, die ich gelesen habe, die ich empfehle. Nochmal, Elantris, wenn ihr damit klarkommt und nicht gleich abgeschreckt werdet, es ist ein Debütroman, er ist nicht atemberaubend, er ist aber trotzdem genial für einen Debütroman. Dann könnt ihr dann mit den Kurzgeschichten weitermachen, müsst es aber nicht. Die könnt ihr später lesen. Solltet ihr aber definitiv diese Kurzgeschichten, alles sollte vor The Lost Metal gelesen werden. Können wir das mal so am Anfang festhalten? Alles vor The Lost Metal. Also Elantris, Beispielsanfang. Dann ein anderer möglicher Anfang ist Warbreaker, ein besseres Einzelbuch, sind beide Standalones. Und auch das Prequel zu den Sturmlichtchroniken. Ich persönlich finde als schönsten Anfang nach wie vor Mistborn. Ist halt eine Trilogie, ist gleich eine Serie, wenn man sich darauf nicht einlassen wollte, wie gesagt, die Einzelbücher. Dann nach Mistborn direkt The 11th Metal, muss aber auch nicht direkt danach gelesen werden, sollte aber vor der Wax und Wayne-Reihe gelesen werden, finde ich zumindest, wenn man darauf, wie gesagt, Wert legt. Dann würde ich direkt weitermachen im Päckchen mit den Sturmlichtchroniken. Wie gesagt, alle durchziehen. Mit den Kurzgeschichten dazwischen, die wirklich in der Reihenfolge. Und wie gesagt, Warbreaker davor oder eben zwischen Way of Kings und Words of Radiance, je nachdem, wie man das machen möchte. Und dann würde ich erst Mistborn Era 2 angehen mit, wie gesagt, den ersten drei Büchern. Dann der Kurzgeschichte Secret History. Und dann zu ganz guter Letzt, weil es auch das Aktuellste ist und eben wirklich alles aufgreift, The Lost Metal. So, ich hoffe, ich habe das jetzt nochmal halbwegs gut zusammengefasst. Das Cosmere ist einfach mittlerweile so groß und jedes Mal, wenn ich mir diese Liste angeguckt habe, dachte ich mir, verdammt sind das viele Bücher und ich kenne irgendwie gefühlt die Hälfte gar nicht. Brandon hat natürlich auch Bücher, die nicht im Cosmere sind, wie zum Beispiel Skyward, habe ich ja auch gelesen und ich glaube Dings auch, Steelheart oder was es da noch gibt, genau, das ist glaube ich auch eher so Dings und Arithmetist, wobei ich glaube, nee, das auch nicht. Ja, es ist schwierig, da durchzublicken, aber eigentlich, wenn man mal drin ist, ist es eigentlich relativ logisch. Und man braucht es wirklich nicht. Es sind nette Easter Eggs und so weiter, aber nochmal, lest, was euch interessiert, wo ihr dann gerne starten wollt.
man versteht es, wie gesagt, auch hinterher. Wenn man nicht so ein Gedächtnis hat wie ich, dann weiß man dann noch, oh, das war dann der Typ. Insofern, startet, wo ihr wollt, was euch interessiert, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste. Weil sonst, wenn man sich einfach nur zwingt, irgendwas zu lesen, weil es jetzt in dieser gewissen Reihenfolge irgendwie so vorgegeben wird, macht das ja auch überhaupt keinen Sinn. Wenn euch die Story interessiert, ja, haut rein. Wie gesagt, was ich jetzt halt nicht empfehlen würde, wenn ihr kein Mistborn Era 1 gelesen habt, Mistborn Era 2 zu lesen, weil da eben alles sich auf Era 1 bezieht. Das wäre, ich weiß noch nicht, nicht so sinnvoll, weil da halt auch gerade das Magiesystem besser erklärt wird, alles drumherum und sich so viel einfach auf die Vergangenheit bezieht. Das macht keinen Sinn, das wirklich vor, also Era 2 vor Era 1 zu lesen. Hat einen Grund, warum die so heißen. Ja. Gut, ich dachte eigentlich, ich rede viel länger. Es war zum Glück nur eine halbe Stunde. Ich habe ja, wie gesagt, eine Liste gemacht. Schaut's gerne an. Es gibt ja auch zig Videos wahrscheinlich dazu von irgendwelchen anderen Leuten. Es gibt zig Listen und Varianten. Ich glaube, jeder muss für sich das Richtige finden. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie gesagt, dass man Spaß daran hat und nicht einfach nur. Deswegen habe ich jetzt auch schon eine Weile keine Kurzgeschichte mehr gelesen. Letztes Jahr war ich voll im Flow und habe, glaube ich, drei hintereinander weg und dann jetzt erstmal gar keine mehr. Aber wenn ich jetzt so drüber rede, habe ich gerade irgendwie wieder Lust. Vielleicht flechte ich noch eine ein, weil ich habe mir erst gemerkt von wegen, dass ich eigentlich die Hälfte von Arcanum Unbound noch gar nicht kenne. Insofern kann ich dann vielleicht später nochmal was dazu sagen, wann man das einflechten sollte, beziehungsweise ich habe es jetzt mal so genannt, wie gesagt, vorhin und auch in der Liste, wie es vorgeschlagen wurde, chronologisch. Ich selber kann aber dazu, wie gesagt, ja nichts sagen. So, bevor ich jetzt noch ewig im Kreis weiterrede und nicht 20 Mal wiederhole, was ich schon irgendwie gefühlt getan habe, ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es war hilfreich. Es kommt mir so vor, als war es ein bisschen chaotisch, aber das wirklich dazu nochmal was zu sagen. Und es gibt ja, wie gesagt, keine stupide Reihenfolge. Das ist wie in einem MMORPG, ist keine stupide Rotation von Kämpfen gibt. Es gibt manchmal nur eine Prioritätenliste. Im Prinzip ist es eine Prioritätenliste oder eine Wenn-Dann-Liste. Insofern kann man da nicht sagen, halte diese Reihenfolge ein und gut ist. Es ist halt kein Rezept, es ist eher so ein Richtlinie als Regel. Dann jetzt wirklich, ich danke euch vielmals fürs Reinschauen. Liked und subscribed. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwie andere Meinungen dazu habt, vielleicht wie viel ihr vom Cosmere schon gelesen habt. Ich habe gar keine Übersicht, ehrlich gesagt. Ich muss mir mal so eine Checkliste machen. Wollte ich eigentlich mal, von wegen, welche Bücher habe ich gelesen? Welche fehlen mir noch? Weil Brandon schreibt zu schnell auch. Ich komme gar nicht hinterher, weil die neuen Bücher von ihm, die kommen ja offensichtlich auch noch dazu rein, irgendwie, scheinbar. Ich bin da noch nicht mal dran. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.